Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu Minecraft. Na, alles normal bei euch? Ja, ich weiß gerade nicht, ob dieser Part, der hier jetzt gerade präsentiert wird, an einem ungewöhnlichen Termin kommt. Ich glaube nicht. Ich hoffe, warte mal, esse ich gerade rohe Kartoffeln? Das ist ja Quatsch. Ich glaube nicht, aber in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den letzten Tagen kann es durchaus mal dazu kommen, dass mal ein Part zu einem anderen Tag kommt als gedacht. Jen, diese Woche ist leider ein bisschen kompliziert mit der mit dem Projekt Super Mario, das ich mit der Cupcake-Katze aufnehme. Das haben ja die Leute unter euch auch schon herausgefunden, die meine Facebook-Seite geliked haben, denn dort habe ich das schon erzählt. Aber dann sage ich es hier auch nochmal jetzt im Sinne von YouTube. Diese Woche ist das ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es diese Woche überhaupt SMW geben wird oder nicht. Das sehen wir dann, weil wir in der vergangenen Woche aufnehmen wollten, aber das Internet von der Cupcake-Katze leider gestreikt hat. Und da kann man dann nichts machen. Das ist quasi höhere Mächte. Naja. Aber was soll man machen? So ist es jetzt halt. Und deswegen gibt es dafür mehr Minecraft. Das wird ja vielleicht auch den einen oder anderen freuen, weil ich dachte, Minecraft kommt ja sonst nur drei oder zweimal die Woche. Dann kann es auch diese Woche mal ab und zu ausnahmsweise mal wieder ein bisschen öfter kommen, damit wir auch mal wieder ein bisschen rallen. Jo. Und heute habe ich fest vor, ins Gebirgsareal zu gehen, in den Ural, und die Bergputze mit einer Glasfront auszustatten. Das ist sozusagen heute die oberste Maxime. Aber wo ich gerade mal hier bin, dachte ich, jetzt kann ich auch nochmal schnell ein bisschen Weizen abernten. Wird nicht lange dauern, ist nämlich schon fertig. Ja, außerdem wollte ich herausfinden, indem ich nochmal meinen Blick über die Minimap schweifen lasse, wo denn eigentlich das zweite NPC-Dorf ist, das ich mal gefunden habe. Ich habe ja vor langer Zeit mal, naja, da werden sich die meisten von euch nicht mehr dran erinnern, weil das schon wirklich lange her ist, schon über 100 Parts würde ich schätzen, ein anderes NPC-Dorf gefunden, in der Gegend, wo ich auch meinen geilen Hengst entdeckt habe. Und ja, da weiß ich jetzt gerade nämlich nicht mehr, ob die nicht da vielleicht auch ein bisschen was Sinnvolles vertickt haben. Und in dem NPC-Dorf, das ich jetzt vor einigen wenigen Parts entdeckt habe, beziehungsweise wieder angegangen bin, gibt es ja auch sozusagen was Sinnvolles. Und ich habe keine Kohle mehr, das ist unpraktisch. Nämlich, ja, diese Möglichkeit, Smaragde gegen... Oh, guck mal, hier ist noch Kohle übrig, sehr schön. Gegen... umgekehrt, nicht Smaragde gegen irgendwas zu tauschen, sondern... Jetzt komme ich nicht drauf, sondern Weizen gegen Smaragde zu tauschen, genau. Guck mal, hier haben wir auch noch Kohle. Nicht mehr viel in allem, aber immerhin ein bisschen was. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen farmen gehen, das ist ganz klar. Und guck mal, da können wir sogar noch uns ein Brot backen. Der Traum. Aber dann gehen wir los. Und wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist es aller Voraussicht nach so, das freut mich ja ganz besonders, dass, ich mein mündliches Greco hinter mich gebracht habe. Ob bestanden oder nicht, naja, das steht jetzt momentan, wo ich aufnehme, noch in den Sternen. Aber man darf ja ein bisschen die Hoffnung haben, dass es jetzt doch noch ganz gut klappt. Japsken. Und sonst bei euch? Läuft's gut? Ich hoffe doch. Denn wenn es schlecht läuft, ist immer scheiße, ne? Das haben schlecht laufen so an sich. So, guck mal, hier ist der Ralermo Hauptbahnhof. Abfahrt. Wunderprächtig. Juhu. Ach ja. Außerdem habe ich mir jetzt auch dringend mal wieder vorgenommen, ein paar neue kleinere Häuser zu bauen. Das habe ich ja schon seit längerer Zeit ein bisschen vor, aber jetzt muss es wirklich mal unbedingt, unabwegig, unaufbringbar, was auch immer, unabdingbar, unmittelbar, das wollte ich eigentlich sagen, das Wort. Das habe ich gesucht, unmittelbar sein. Das heißt, nach dem Verlegen der Glasfront werde ich, guck mal, hier sind zwei Schafe in meinem abgezäunten Bereich, ne? Weißt du eigentlich, dass das scheiße ist, was du hier machst? Also das wollte ich jetzt nochmal sagen, da wird dann dringend hier irgendwo, zum Beispiel hier könnte man noch ein Gebäude bauen oder hier irgendwo an dieser Straße, also ist die so lang und so leer und das will ja keiner, ne? Das will ja wirklich keiner. Jawohl. Ja, und sonst, was gibt's noch so Aktuelles? Ich habe gehört, gestern hat irgendwie irgendein russischer Botschafter oder russischer Außenminister den Dänen, also gestern ist für mich am Sonntag, mit einer Atomgeschichte gedroht. Das fand ich auch irgendwie lustig, aber ich meine, wenn man es hat, ne, warum denn nicht? Kann man mal machen, wie die Cupcake-Katze sagen würde. Kann man mal machen. Verletzt zwar so ein bisschen die Seele des Menschen, der es dann gemacht hat, also in diesem Fall des russischen Außenministers oder sonst was.
Aber kann man machen. Nee, kann man eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich eine Sauerei, aber ist ja so, ne? Ist halt so, wie es nun mal so ist. Da kann man nichts machen. Und was aber viel wichtiger ist, Jerry B. Der splasht nur rum, fantastisch. Der ist wieder da. Das war ja so eine Zeit lang jetzt, wo Jerry B. gesagt hat, ich mache erstmal Pause. Das sieht auch scheiße aus hier, wenn das dieser Rahmen, da kann man eigentlich nicht machen. Der splasht nur rum, fantastisch. Der hatte doch mal, das hatte ich glaube ich sogar in einem der letzten SMW-Parts gesagt, der hatte mal angekündigt, jetzt ist genug mit Jerry B. Anderson. Irgendwo muss man auch mal erkennen, wann es eine Grenze hat. Aber er ist back. Juhu! Das war für mich heute das freudigste Erlebnis von allem. Habe ich auch gleich mal auf Twitter geteilt, aber wird wahrscheinlich die Mehrheit von euch nicht gesehen haben, weil das früh morgens war. Und auf Twitter ist es ja so, was einmal geschrieben wird, das war schon schlecht, das verschwindet auch relativ schnell wieder, weil, ja, weil es halt irgendwie, wer sei denn, man scrollt Kilometer in der Timeline zurück, was ich sogar manchmal mache, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe, aber das ist meistens dann doch eher nicht so schön. So, schau mal, hier müssen wir eigentlich erstmal die Erde rauskloppen. Und sieht das nämlich doof aus. So, also müssen wir jetzt eigentlich erstmal Cleanstone haben. Habe ich natürlich nicht dabei. Ist natürlich jetzt blöd. Hätte ich mal früher dran denken sollen, ne? Wenn ich jetzt Cleanstone dabei hätte, wäre das voll der Traum. Aber ich kann mir ja so lange einfach mal, solange ich jetzt keinen Cleanstone habe, mal überlegen, wie groß denn diese Glasfront überhaupt sein soll. Außerdem würde es mir besser gefallen, wenn das Glas hier zusammenwachsen würde. Wieso geht das nicht mehr? Das hat doch früher immer mit dem MC-Patcher, also das ist so ein MC, der legt in diversen Clubs auf. Da hat das immer wunderprächtig geklappt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Nein, ich hab doch Shift gedrückt, ihr Hoden. Hoden. Hulk Hoden, ne? Das ist ja... Ich weiß gar nicht, was das ist. Hulk Hoden, ist das ein Musiker? Ist das ein Rapper oder so? Der wird auf jeden Fall immer bei mir an der Uni mit Postern angepriesen. Hulk Hoden. Ich finde den Namen ziemlich cool. Also, da muss ich schon sagen. Hulk Hoden, das kann man mal machen. Kann man mal machen. Seele zerbrochen. Ja. So, erstmal hier ein bisschen Stein rauskloppen, damit wir den gleich durchbraten können. Wobei mir Kohle eigentlich lieber wäre. Haben wir nicht hier gerade noch, ja, eigentlich haben wir in der Front da hinten natürlich jede Menge Kohle, aber naja, das ist nicht so wirklich nützlich jetzt. Jede Menge Kohle. Wenn die da in der Front ist. Ich reiß hier einfach so ein Stückchen raus aus dem Berg, ne? Das stört doch keinen, oder? Hat da irgendwer einen Beschwerdebrief anzubringen? Könnte natürlich irgendwie zu geografischen Problemen führen. Weiß ich nicht, wenn man hier einfach so ein Stück rausnimmt oder zumindest zu physikalischen Problemen. Dass dann irgendwann der Berg sagt, nö, das mache ich nicht mehr mit. Aber, nö, der Berg sagt, er macht das mit. Das ist Minecraft. Da muss der Berg mitmachen. So, sieht doch gut aus. Naja, nicht ganz, aber... Mal nicht beschweren hier, Jungs und Mädels. Bei mir sieht alles normal aus im Step. Jawohl, of life. If life, ne, if life. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh ja... Und was gibt es noch anzusagen? Ach ja, ich war neulich mal in der Bib. Also in der Bibliothek. Und zwar um zu lernen, weil ich dachte, wenn ich zu Hause bin und lernen will, dann mache ich eh lieber was anderes und spiele lieber irgendwie an mir selber rum. Nein, spiele lieber irgendwie Hearthstone oder sonst was. Wobei Ersteres natürlich auch nicht zu verachten ist. Aber... Hab dann gesagt, ja, nee, gehst du mal einfach in eine Bib, da kannst du nicht dich konzentrieren, da wirst du nicht abgelenkt, dachte ich, als naiver kleiner Skaller. Und deswegen war ich entsprechend entsetzt, als dann ich feststellen musste, in der Bib ist ja noch viel schlimmer, da sitzen dann nur Leute, die miteinander labbern, anstatt hier irgendwie was zu rallen. Also anstatt zu lernen oder sonst was, wie sich das eigentlich gehört. Und ich finde, es ist eine unglaubliche Unsitte, in einer Bibliothek zu reden. Ich weiß auch nicht, warum es das gibt. Es gibt ja so Gruppenlernräume, da darf man das von mir aus machen. Aber doch nicht in der Bibliothek, wo man Bücher liest und sonst was. Da kann sich doch kein Schwanz konzentrieren. Unglaublich. Also, das ist so mein Aufruf an alle von euch. Wenn ihr jemals in einer Bibliothek seid, naja, werden die meisten von euch irgendwann mal in ihrem Leben zumindest für eine gewisse Zeit sein oder gewesen sein. Also kommt vor, ist jetzt auch kein Verbrechen, es ist auch nicht schlimm, das passiert. Kann man was gegen tun. Aber wenn ihr mal in der Bib seid, dann lasst euch bloß nicht einfallen, da drin
groß anfangen, Schwätzchen zu führen. Das ist ja wohl, also das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Ich finde, das ist nicht nur schlimm, das ist richtig unhöflich gegenüber allen Menschen, die da lernen wollen. Das ist unsolidarisch. Und die einzigen Menschen an der Uni, die unsolidarisch sind, sind nun mal per Definition die Juristen. Also, das dürft ihr eigentlich nicht machen. Es sei denn, ihr studiert Jura, dann müsst ihr das sogar machen. Das ist dann sozusagen mit der Immatrikulation verpflichtend. Mit sofortiger Wirkung. Aber ihr studiert ja hoffentlich keinen Jura. Aber wieso? Ich meine, es braucht auch Juristen, aber ne, ist irgendwie halt so ein Studienfach, das ist so nicht meins. Also ich würde es nicht gern studieren, aber gut, ich würde auch nicht gern bei der Müllabfuhr arbeiten und bin trotzdem froh, dass es da Leute gibt, die das machen. Von daher einfach mal die Klappe halten. So, man kann das doch auch einfach anschließen, dann setze ich hinterher da den Cleanstone rein, ist doch kein Ding. So, ich finde, das ist von der Größe her erstmal okay. Müssen wir das natürlich auskleistern, aber ich würde gerne in der Zwischenzeit meinen Stein mal zum Durchbraten schicken. Habe ich überhaupt... Ne, ich habe ja immer noch keine Kohle, das ist ja lustig, ich kann den Stein gar nicht durchbraten. Ich Intelligenz Bolzen in Spee, das klappt natürlich nicht. Wie blöd das einfach jetzt ist, Tja, ich habe leider meine Kohle... Ja, sie hat mir leider die letzte Steuererhöhung abgezogen. Es gibt ja auch gar keinen Ofen, ganz nebenbei bemerkt. Irgendwie brauche ich sowas doch noch in meiner Bergputze. Ich hatte ja die Absicht, alles auf mein Lager zu verlagern. Also, dass es ein Verlager und nicht nur ein Lager wird. So sieht aber nicht schön aus hier. Aber das klappt natürlich nur bedingt. Naja, egal. Jetzt machen wir es erstmal so. Ja... Man darf auch mal Holz durchbraten. Und nachher, wenn wir das hier erledigt haben mit der Glasfront, dann gehen wir da erstmal ein bisschen Kohle nachtragen, weil Kohle ist wichtig. Ist sogar sehr wichtig. Ja. Wow. Nicht in den Abgrund fallen. Bald kann das nicht mehr passieren, weil ich vorhabe, um diese Glasfront drumherum eine... Warte mal, ich habe noch eine Idee, wie man das noch ein klein bisschen schöner gestalten kann nachher. Das sind 5 Blöcke, ne? Genau. Und das heißt, hier setzen wir das wieder an. Denn ich würde ganz gerne dafür sorgen, dass man hier dann auch wieder in den Berg reinkommt irgendwo. Das heißt, hier lasse ich auch 5 Blöcke Platz. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier geht's wieder los. Ist doch super. Passt perfekt. Dann ist es zwar ein bisschen klein von dem Glasfront-Ding her, aber egal. Und dann kann ich jetzt hier nämlich schon sozusagen den Weg aus klamaustern. Und... Ja, dann ist das relativ lustig, weil dann habe ich da drüber so einen Weg, den ich dann aus Stein zum Beispiel baue. Oder aus... Eigentlich könnte man den auch einfach aus schwarzem Glas bauen. Das wäre eine ganz coole Idee sogar. Ich habe aber noch nie in Minecraft Glas gefärbt, also muss ich erstmal schauen, wie das geht. Und dann geht man dort hinten wieder in den Berg und da geht es dann weiter irgendwann mit der Bergputze. Ich habe ja außerdem auch fest vor, hier oben auf diesem Bergkamm, habe ich glaube ich schon mal in einem der vergangenen Parts gesagt, eine Mauer um den Berg zu ziehen und so eine richtige Festung da draus zu machen. Dass das sozusagen hier, wenn mal irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wenn jetzt der russische Außenminister nicht mehr Dänemark droht, sondern auf einmal mir, dann ist das ja auf einmal auch ein Problem für mich persönlich. Und ja, dann muss der natürlich auch irgendwie hier ein Schutzbunker oder sowas sein. Und von daher, also ist wichtig, ist super wichtig. Wobei ich an dieser Stelle natürlich nochmal kurz, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute auf mich einhacken und sagen, hey, Skylar, der russische Außenminister hat das doch gar nicht so gemeint, da möchte ich natürlich erstmal vorwegnehmen, ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, was der da genau gesagt hat, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, also vielleicht hatte das auch irgendeinen ganz komischen Zusammenhang, genauso wie diese Mittelfingergeschichte von Varoufakis, die ja eh das lächerlichste in Spee ist, meiner Meinung nach, aber gut, das ist eine andere Sache. Also, bitte jetzt meine Worte diesbezüglich nicht auf die Goldwaage legen. Ich meine das eher so im Spaß. Ist alles nur Spaß. Da-da-dam, da-da-dam, dam. So, hier würde dann der Weg, genau, da würde der Weg rein. Ist doch schon mal nicht schlecht. Und drumrum ziehe ich so eine Cleanstone-Line und mache da eine Mauer drauf. Ist doch super geil. Jawohl, das ist der Traum. In gewisser Hinsicht ist es der Traum, ne? So. Die Frage, die sich aber natürlich nach wie vor stellt, ist, wie färben wir Glas? Das schaue ich dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mal. Geht das wahrscheinlich genauso wie schwarze Schafe schwarz färben, das ist eine super Aufgabe. Da kannst du den ganzen Abend dran sitzen oder auch ganz schnell fertig sein. Je nachdem, wie schwarz die Schafe denn sein sollen. Ich glaube, was ist denn der schwarze Farbstoff? Ist das einfach Kohle?
Ich schaue, oder Tinte könnte auch sein. Ich schaue das aber alles bis zum nächsten Mal nach. Also ihr braucht es mir jetzt auch nicht ausführlich in diese Kommentare da unten zu schreiben. Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich machen, aber den nächsten Part nehme ich eh auf, bevor... Scheiße, Cleanstone falsch zu setzen ist immer ganz schmerzhaft. Den nächsten Part nehme ich eh auf, bevor ich eure Kommentare hierzu lesen kann. Also von daher... Ne, sorry. Liegt aber daran, dass ich noch ein bisschen was deichseln muss. Im Übrigen, ach, das wollte ich auch noch sagen. Hier... Mehrmals schon, also mehrere Leute schon haben Matti und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein zweiter Teil von Magicka erschienen ist und dass wir den doch let's playen könnten. Und ich kann euch definitiv, denke ich, oder mehr oder weniger definitiv zusagen, dass wir das vorhaben. Aber, naja, das dauert noch ein bisschen, weil wir beide momentan noch so ein bisschen am Rödeln sind, also verschiedene Sachen noch zu tun haben, abgesehen von, der Tatsache, dass wir Semesterferien haben und eigentlich jede Menge Zeit haben sollten. Ich weiß nicht genau, wie es bei Maddie ist, aber bei mir ist jetzt stellenweise echt heftig, weil ich eigentlich alle zwei Wochen eine Klausur habe. Von daher bin ich schon ganz froh, dass ich meine eigenen Projekte durchkriege, sich dann auch noch mit jemand anderem zu koordinieren. Das mache ich schon mit der Cupcake-Katze ganz gut. Das versuche ich mit Rush hinzukriegen wegen Varioland, ist aber nicht so einfach, weil wir da auch noch ein bisschen verschiedene Zeitpläne haben. Aber jetzt noch eine dritte Person damit reinzuziehen, muss ich sagen, im Moment geht das einfach zeitlich nicht. Aber es wird sich sicherlich bald, früher oder später, einrichten lassen. Na gut, ihr Rallies. Ich würde sagen, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf diese Glasfront, einfach um zu sehen, was alles noch ansteht. Boah, wildes Pokémon erschienen, heilige Scheiße. Also hier drumrum, auf jeden Fall würde ich sagen, so eine Bruchsteinmauer, wie das hier jetzt heißt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus dann so, wenn man das so hat. Also nicht nur hier natürlich, sondern die ganze Strecke. Da drin irgendwie den Weg besonders aussehen lassen. Hier natürlich auch mit Cleanstone wieder ausfüllen. Und hier, das kann ich ja jetzt noch machen eigentlich, geht's dann wieder rein. Und zwar, wie hoch war das da? Auch 3? 3 war das, genau. Dann mache ich hier das auch 3 Blöcke hoch. Aber das genaue Ausarbeiten von diesem Gang, der dann da drin ist, das kommt irgendwann in der Zukunft. Ich werde jetzt nur noch schnell mir hier diese Kohle nehmen, weil die voll wichtig ist, damit ich die da weiter Cleanstone durchbraten kann. Beziehungsweise Cobblestone durchbraten und Cleanstone rausbekommen, das ist ja der springende Punkt. Und dann ist das super geil. Boah, wie viel da einfach wieder drin ist an Kohle, ne? Ich hoffe, man sieht das. Warte mal, ich mach mal Licht. Das ist jetzt nichts Spannendes, wie ich Kohle abbaue, aber mich nervt das immer, wenn ich bei Minecraft-Let's Plays irgendwas nicht sehe. Oder nicht nur bei Minecraft-Let's Plays, generell bei Let's Plays. Irgendwas nicht zu sehen ist unangenehm. Hallo, was ist denn hier los? Der zittert wie so ein Waldspecht. Jo. So, also die Kohle schmeißen wir jetzt noch in den Ofen, damit wir auf jeden Fall am Ende des Tages mit Cleanstone ausgerüstet sind, dass uns die Poperze bricht. Und das ist schon wirklich, das ist wichtig. Das ist richtig und wichtig. Super. Super geil. Okay, ihr Rallies, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, seid so gut, lasst mir noch eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar da. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es in Minecraft weitergeht. Und bis dahin verbleibe ich mit Ralligkeit und wir sehen uns. Euer Skadi der Rallye.